Wir möchten euch ganz, ganz herzlich einladen zu unserer Konferenz Brothaus, die wir in diesem Jahr anbieten wollen, um Menschen freizusetzen, um zu erleben, dass Ketten gesprengt werden, um zu erleben, dass Trauer verschwindet, dass Menschen wirklich in die Neuheit des Glaubens kommen. Wir möchten dich einladen, eine Veränderung in deinem Leben zu erleben. Wir möchten dich einladen, dass das, was in Jesaja 61 steht und wo Jesus das im Neuen Testament wiederholt, dass das Wirklichkeit wird in deinem Leben. Ketten gesprengt, Gefangene freizusetzen, einen betrübten Geist aufzugeben, die Dinge, die der Feind in deinem Leben manifestiert hat, dass sie gelöst sind, dass du erlöst bist, dass du errettet bist und wiederhergestellt bist. Das wollen wir in diesen Tagen der Brothauskonferenz erleben mit dir zusammen. Ja, wir haben die Konferenz Brothaus genannt aufgrund einer Bibelstelle in Markus 7. Und zwar kennst du die Begebenheit bestimmt. Das war diese Story mit der sogenannten Sydophönizierin, also eine heidnische Frau, die Jesus gebeten hat, ihre Tochter, die von bösen Geistern geplagt war, zu befreien. Und das war die Stelle, wo Jesus die eigentlich ziemlich unfreundlich angesprochen hat. Und er sagt zu ihr: Lass zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Das Interessante hier ist, Brot der Kinder bezeichnet Jesus also hier Heilung und Befreiung. Das ist das Brot der Kinder des Neuen Testaments und genau darum geht es in dieser Konferenz Brothaus. Und deshalb haben wir sie auch genannt, eine Konferenz für Freisetzung von Geistesgaben, Heilung und Befreiung. Als Termin haben wir Mitte März. Wir fangen Freitagabend an, am 13. März und dann bis Sonntagmittag mit einem großen Gottesdienst, dem 15. März. Und anschließend haben wir noch einen super Schofereinsatz hier auf einer Höhe in der Nähe, wozu wir auch sehr herzlich einladen. Wir erwarten, dass viele Dutzend Schofabläser da sind und dass wir hier auch von der Seite richtig etwas bewegen können in der Region. Wir wollen dich wirklich ganz, ganz herzlich einladen, dass du diese Tage nutzt, damit du in deinem Leben eine Veränderung erfährst, damit die Dinge nicht so bleiben, wie sie bis jetzt sind und damit du wirklich aus Bedrückung, aus Ketten, aus Bedrängnissen frei wirst und neue Schritte in deinem Leben wagen kannst. Gott hat mehr für dich.